Hallo Angelfreunde, im letzten Video habe ich euch erklärt, wie man die Gewichte der Dickköpfe auswählt. Heute zeige ich euch, wie man einen Gummifisch perfekt auf einen Jighaken montiert. Zum ersten, es muss die richtige Hakenlänge ausgewählt werden. Man lenkt den Haken auf den Köder und schaut, wo der Haken rauskommt. Hier ist zu klein. Zu lang. Perfekt. Zu klein. Zu klein. Perfekt. Dann markiert man am Rücken die Stelle, an der die Hakenspitze später austreten soll. Man muss mit der rechten Hand den Jigkopf halten und mit der linken Hand den Gummifisch über den Haken schieben. Deine Hakenspitze muss einen 90 Grad Kurve im Köder zurücklegen. Wenn es passt, tritt die Hakenspitze exakt aus der Markierung, aus die man sich vorher gesetzt hat. So muss es aussehen. Ein Tipp für euch ist, dass man mit Kleber den Köder auf jeden Jigkopf kleben könnt. So bleibt der Köder in einer guten Position und wird nicht vom Haken gerissen. Noch ein Tipp für Schattköder und Fischjigköpfe. Sie sind fast immer nicht richtig vormontiert. So ist es nicht richtig. So ist es richtig. Warum? Es ist zwar nicht so schön, aber es macht mehr Vibration, mehr Flanken und der Haken ist auch ein bisschen mehr außerhalb des Köders. Wenn der Köder zu lang ist, greifen die Fische oft den Schwanz des Köders an und fassen nicht den Haken. Für Zander oder Hechtangeln mit Ködern über 11 oder 12 cm kann man demnach auch einen Stinger, also einen Extrahaken, befestigen. Es gibt natürlich fertige Stinger zu kaufen, aber sie sind teuer und nicht für alle Köder geeignet. Deswegen mache ich meine Stinger immer selber. Es gibt zwei Methoden. Die einfachste ist, den Faden oben rum zu leiten. Bei der zweiten Methode zieht man den Faden mit einer Nadel durch den Köder. Für große Köder, 18 bis 25 cm, mache ich immer eine Montage mit zwei Drillingen, wie im Echtmontage-Video erklärt. Also, ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen. Liked und abonniert euch. Viel Erfolg und Petrial. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.